Ich grüße Sie ganz herzlich, Uwe Spetzger, mein Name. Am 1.9.2020 endete meine Amtszeit als Geschäftsführer des Städtischen Klinikums in Karlsruhe. Zeit, um Bilanz zu ziehen eines halben Jahres Bewältigung von Corona und der Corona-Krise, nicht nur im Klinikum Karlsruhe, sondern auch in der Stadt Karlsruhe. Wir haben am 28.02. den ersten Patienten mit Corona in unserem Klinikum aufgenommen. Das war ein Pastor von der Freikirche aus Nürnberg. Es war eine geplante Veranstaltung in der neuen Messe draußen mit fast 10.000 Kirchenmitgliedern. Er kam am 27. mit Halsschmerzen und mit Fieber ins Vidya-Klinikum. Dort wurde er abgestrichen und vom Gesundheitsamt kam dann die Meldung Corona-positiv, Covid-positiv, worauf er dann begleitet vom Gesundheitsamt direkt zu uns auf die Isolierstation aufgenommen worden ist. Das war unser erster Corona-Patient. Das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Und wir haben damit auch den Startschuss gesehen, uns umzustellen, das Klinikum umzustellen, das Klinikum umzubauen und auf diese drohende Pandemie, die ich damals noch nicht so kommen gesehen habe, zu reagieren. Das ist unsere Pyramide, unsere Krisenpyramide, die Herr Heming, mein kaufmännischer Kompagnon, visualisiert hatte. Und die zeigt die Zusammensetzung des Krisenstabs im Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Wir befanden uns dann im März in der gelben Zone, raus aus dem Maximalversorger, rein in die Grund- und Regelversorgung, einfach dadurch, dass wir Betten geschlossen haben, Leistung runtergefahren haben, OPs abgesetzt haben, um die Pandemiesituation zu bewältigen. Aufgrund internationaler Kontakte zu Kollegen in Italien, im Elsass und auch in China, die waren uns einfach 3-4 Wochen voraus. Dort habe ich nachgefragt, die waren ja schon im Rahmen der Krisenbewältigung 1-2 Schritte weiter als wir. Und man muss viele Sachen nicht einfach neu erfinden. Daraufhin habe ich mit denen länger gesprochen und ich möchte insbesondere meinen Kollegen Marco Fontanella in Brescia erwähnen. Der hat uns klipp und klar gesagt, ihr müsst früh eine Trennung der Patientenströme machen. Trennt die Kranken, die Covid-Kranken von den normalen im Krankenhaus zu behandelnden Patienten. Das ist das A und O bei der ganzen Geschichte. Und dementsprechend haben wir uns auch aufgestellt, haben ein Covid- und ein Non-Covid-Krankenhaus auf dem Campus entstehen lassen mit einer strikten Trennung, mit einer Triage in der zentralen Notaufnahme und so einfach auch eine Abklärungsstation generiert, wo die Patienten dann hingekommen sind. Also eine komplette Änderung der Klinikstrukturen. Das ist eine Fotografie des Triagezeltes, was hingebaut wurde innerhalb kürzester Zeit. Und das zeigt einfach, dass plötzlich andere Ressourcen gebraucht worden sind. Personal ist dort untergetaucht. Das war ein Problem in der Sommerzeit, allein auch schon mit der Kühlung in diesem Zelt. Und das wird im Winter genauso ein Problem mit der Heizung des Zeltes. Umluftkühlung oder Umluftheizung ist absolut kontraindiziert aufgrund der Aerosole. Deswegen haben wir es mittlerweile ersetzt durch eine Containerlandschaft, die diese Triage bewerkstelligt. Wir haben das Krankenhaus nicht auf den Kopf gestellt, aber umgebaut. Die zentrale Notaufnahme wurde gestärkt, Personal wurde dorthin verschoben aus allen Abteilungen. Und deswegen, das werden wir auch weiter aufrechterhalten, sind wir weit weg von unserer vollen Leistungsfähigkeit. Wir hatten vorher schon Pflegenotstand und der hat sich im Endeffekt durch Corona verschärft. Auch der Materialverbrauch war ein Problem. Zu Zeiten vor Corona war der Durchschnittsverbrauch etwa 7.000 bis 8.000 Atemmasken, Mund-Nasen-Schutzmasken für OPs und für andere Bereiche auf Intensivstationen. Das hat sich sprunghaft mehr als verdoppelt. 15.000 bis 18.000 Masken pro Tag sind in Corona-Zeiten verbraucht worden. Und wenn man sich die Preise noch anschaut, wir hatten vorher 3 Cent pro Maske gezahlt. Die sind sprunghaft über 1 Euro pro Maske angestiegen. Das heißt, wir haben einen gigantischen Materialverbrauch auch finanziell zu stemmen gehabt. Und da hat sich mein Kollege Heming bewundert, wie er damit umgegangen ist. Also die Kostenexplosion war ein Problem. Aber auch wichtig war es zu kommunizieren, nach intern sowie auch nach extern. Das heißt, die Mitarbeiter abzuholen, die Mitarbeiter aufzuklären, mit den Mitarbeitern zu sprechen, aber auch Informationen nach außen zu tragen. Das war gar nicht einfach, weil
Welche Information wurde als richtig angesehen, welche wurde als sogenannte Fake News geoutet? Das war schwierig. Wir hatten da keine Blaupause für das Ganze. Aber nichtsdestotrotz war es ganz wichtig, diese Kommunikation fast tagtäglich aufrechtzuerhalten, auch um Sicherheit zu generieren, Videokonferenzen in den umliegenden Krankenhäusern zu machen, um da Informationen abzugreifen. Was ich herausheben möchte, war die wirklich perfekte Zusammenarbeit sowohl mit den Videokliniken als auch mit der Herzchirurgie in dieser Zeit. Es hat grandios funktioniert. Ich möchte da wirklich Professor Mehlhorn und Herrn Assmann nennen, genauso Herrn Wendges und Professor Lehmann, mit denen das eng und abgestimmt funktioniert hat. Wir haben Therapiemaßnahmen abgesprochen, Materialengpässe abgesprochen. Das war wirklich eine Kooperation, so wie wir sie bisher, glaube ich, noch nie gehabt haben. Alle hatten leere Lager, alle hatten das Problem, Schutzmaßnahmen zu besorgen. Dann kam der März und im März war es so, dass es jenseits des Rheins im Elsass wirklich viele, viele Tote gegeben hat. Und ich bin abends häufiger gesessen, habe vom Gugelinsberg rübergeguckt nach Westen, wo die Sonne untergeht. Und es war irgendwo klar, bei uns war es auch steigende Zahlen. Wir hatten weit weniger dramatische Verläufe und im Elsass sind die Leute wirklich gestorben. Ich hatte Herrn Mentrup daraufhin angesprochen, unseren OB, und wir haben dann samstags in einer langen Telefonaktion über persönliche Kontakte mit Kollegen in Straßburg vereinbart, Patienten zu übernehmen aus dem Universitätsklinikum in Straßburg. Das war gar nicht so einfach. Da stößen die föderalen Strukturen in unserem Land auf die zentralistischen in Frankreich. Das musste mit Paris abgesprochen werden. Aber bei uns ging es auch hoch bis zu Minister Manelucha, der dann grünes Licht gegeben hat. Und dann war die technische Umsetzung, nachdem das Plazet kam, gar nicht so einfach. Das Rettungssystem im Elsass war zusammengebrochen. Wir hatten die Zusage, 3 Patienten zu bekommen aus Straßburg, aber es gab keine Transportmöglichkeit. Am Sonntagmorgen gab es dann einen Hubschrauber, der die 3 Patienten hintereinander dann zu uns ins Klinikum geliefert hat. Das war ein ganz wichtiges Zeichen unseren französischen Nachbarn gegenüber. Das werden Sie uns auch, glaube ich, nie vergessen. Es waren positive Rückmeldungen. Sie haben Hilfe bekommen in einer Situation, wo Sie sie nicht erwartet haben. Das war, glaube ich, auch ein Zeichen für ein funktionierendes Europa, für eine deutsch-französische Freundschaft im Zeichen der geschlossenen Grenzen. Das ist noch vor Ostern gewesen. Eine Patientin, die wir im April zurückgelegt haben, sie war über 14 Tage invasiv beatmet und war völlig glücklich und happy, hat sich ganz herzlich bedankt. Es geht ihr gut, was ich erfahren habe, als sie zurückgebracht wurde in den Elsass. Ein Bild aus dem Krisenstab der Stadt Karlsruhe. Auch hier war ich integriert für die Belange der medizinischen Fragestellungen. Das war eine gute Kooperation. Die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, auch die Koordination von Kitas, Schulen, das ganze öffentliche Leben wurde dort koordiniert. Aber entscheidend war dort eigentlich die Idee, die auch aus Italien kam, wir sollen auf die Alten- und Pflegeheime achten. Und da hat OB Dr. Frank Mentrup auch sehr, sehr gut agiert. Wir haben früh in einer großen, konzertierten Aktion die Heimleitungen eingeladen, haben mit ihnen besprochen. Weil das war genau das, was aus dem Elsass und auch aus Italien zurückgekoppelt wurde. Wenn euch große Infektionsherde in den Heimen aufflammen und diese Patienten als Gesamtes an die Kliniken geliefert werden, in die Kliniken aufgenommen werden müssen, dann sind die Kapazitäten innerhalb kürzester Zeit erschöpft und ihr könnt nicht die Patienten behandeln, die wirklich behandlungspflichtig sind. Versucht, eine ärztliche Organisation, eine pflegische Organisation zu schaffen, die in die Heime geht und dort die Patienten in den Heimen behandelt. Das war ein mühsamer Prozess, aber er ist gelungen. Und da freut es mich auch, wie gut die niedergelassenen Kollegen mitgespielt haben, die eigene Aktionen aufrechterhalten haben, dort geholfen haben, dort wirklich hausärztlich tätig waren, sodass wir wirklich die Heime stabilisiert haben. Wir hatten ein paar Hotspots in den Heimen, aber generell hat das zum Erfolg geführt, dass die Krankenhäuser nicht überschwemmt worden sind. Die Corona-Verordnungen war sicherlich ein Problem. Die haben sich zum Teil wöchentlich geändert. Auch die Besucherregelungen waren damit niedergelegt. Damit hatten wir durchaus ein Problem. Ständige Änderungen der Gesetzeslage.
gerade das Beispiel Besucherregelung. Wir haben da ein Online-Portal eröffnet, wo man sich präregistrieren kann, wo man sich im Vorfeld anmelden kann. Allein, Sie müssen sich vorstellen, in einer kurzen Zeit, 3 Stunden Besuchszeit, 300, 400, zum Teil 500 Besucher abzuwickeln, das ist auch ein logistisches Meisterwerk gewesen. Was mich äußerst erstaunt, auch gefreut hat, war die allgemeine Solidarität. Spendenbereitschaft von Firmen, Spendenbereitschaft aus anderen Ländern, wirkliche Solidaritätsbekundungen. Hier am Beispiel eine große Spende an Schutzmaterialien, inauguriert durch Dr. Albert Käuflein, Bürgermeister, Dezernat 2 aus Korea mit Schutzmaßnahmen. Aber auch das KIT, es hat uns 3D-Masken gedruckt. Es hat geholfen bei vielen anderen logistischen Problemen. Und ein Thema war ganz wichtig, Beatmungsgeräte. Es wurde lang diskutiert über Beatmungsgeräte. Wir wissen jetzt heute retrospektiv, dass viele Patienten, die schwere Lungenschäden erlitten haben, nicht adäquat behandelt worden sind, nicht adäquat beatmet worden sind. Sie sind mit falschen Beatmungsgeräten, mit Transportatmungsgeräten beatmet worden, einfach aus der Not heraus nicht genügend Beatmungskapazität zu haben. Wir haben zum Beispiel unsere Maschinen im OP, die auch nicht für Langzeitbeatmungen ausgerüstet sind, ummodelliert, Software- und Hardware-technisch aufgerüstet. Die sind nun fähig, auch Langzeitbeatmungen durchzuführen. Und das haben wir gelernt, dass auch die Todesrate in vielen anderen Ländern mit damit vereinbar ist, dass nicht adäquates Beatmungsmaterial und Maschinen vorhanden waren. Das Problem hat sich gelöst, Gott sei Dank. Ich hoffe, und das bin ich eigentlich auch sicher und optimistisch, dass Corona ja ein Umdenken bewirkt, ein Umdenken in der Bevölkerung, Umdenken bei den Menschen im Land, dass die medizinischen Berufe, die weißen Berufe mehr Anerkennung bekommen und diese Wertschätzung bekommen, die ihnen eigentlich zusteht. Als Beispiel, wie erwähnt, das KIT, da möchte ich Herrn Holger Hanselka, Thomas Hirt und auch Herrn Raskop noch mal nennen, Wolfgang Raskop, der viel dazu beigetragen hat, Trends, Analysen, Vorhersagewahrscheinlichkeiten zu errechnen, die wichtig waren für die Steuerung, auch wichtig waren im Rahmen Lockdown, kein Lockdown, selektiver Lockdown und die Maßnahmen, die damit verknüpft waren. Da haben wir die große Potenz der Informatik und auch der anderen Institute im KIT adäquat genutzt. Ein wichtiges Thema, was mich vorher als Geschäftsführer stark belastet hat, auch viel Zeit beansprucht hat, war die Neubauplanung, der Neubau unseres Hauses M. Das hat viel Zeit gekostet, das haben wir aber dann positiv gewandelt. Wir sind konfrontiert worden, viele Städte haben Notkrankenhäuser, Ausweichkrankenhäuser für Corona geplant. In Berlin ist ein 1000-Betten-Krankenhaus entstanden. Hier war die Idee, anfänglich auch in die neue Messe nach draußen zu gehen. Die ist ja leer im Rahmen der Corona-Pandemie. Aber wir haben da gesagt, nein, ressourcenschonender, ressourcensparender wäre sicherlich unser Neubau zu nutzen, den vorzuziehen, den schneller fertigzustellen und dort 240 Betten zu generieren in dem Haus M, was jetzt ab Herbst machbar wäre. Und somit hätten wir die Kranken dann auf dem Campus, was für die Logistik, für die gesamte Infrastruktur sicher sehr, sehr viel besser wäre, als irgendwo auf der grünen Wiese ein Notkrankenhaus hinzustellen. Als hauptamtlicher medizinischer Geschäftsführer bin ich, wie gesagt, zum 1.9. abgelöst worden und werde jetzt wieder meine Zeit in der Neurochirurgie verbringen, die in dieser Zeit definitiv zu kurz gekommen ist. Aber einfach nochmal retrospektiv die Analyse, Herangehensweise in der Corona-Zeit. Die war als Konklusion eigentlich so wie bei einer Operation eines Hirntumors. Man muss es erkennen, man muss es analysieren, dann planen, dann kommunizieren. Das ist wichtig gewesen in der Corona-Zeit. Danach handeln, also das Agieren und dann wieder analysieren, was letztendlich den Steuerungsprozess ausgemacht hat. Das ist ein iterativer Prozess, der sich dann immer wiederholt hat. Das war nicht ganz einfach, aber es war gemäß des Grundsatzes der Katastrophenmedizin immer vor der Lage zu bleiben und immer zu agieren, anstatt zu reagieren, genau die richtige Strategie. Und ich glaube, dass wir deswegen im Städtischen Klinikum und auch im gesamten Bundesland sehr, sehr gut bisher aus der Corona-Krise herausgekommen sind. Vielen Dank.
Ganz egal, ob selbstgenähte Community-Maske, Mund-Nasen-Schutz oder Atemschutzmasken. Nur der richtige Umgang hilft. Wir zeigen, wie es richtig geht. Vor dem Anlegen die Hände waschen. Maske nur an den Bändern anfassen, vors Gesicht halten und beide Bänder hinter die Ohren ziehen. Nun den Nasenbügel der Maske, falls vorhanden, fest andrücken. Zum Schluss noch die Maske über das Kinn ziehen und erst jetzt die Brille aufsetzen. Während dem Tragen darauf achten, die Maske nicht zu berühren, keinesfalls unters Kinn zu ziehen und später wieder vor das Gesicht zu bringen, die Maske nach 3 bis 4 Stunden zu ersetzen, bei Durchfeuchtung früher. Die Maske ausziehen. Beide Bänder gleichzeitig mit den Händen nach vorne ziehen, dabei aber nicht einatmen. Benutzte Masken sofort entsorgen und nicht herumliegen lassen. Und danach, wie immer, die Hände gründlich mit Seife waschen. Bleibt gesund! Ich habe mir was geleistet. Ich habe die Shopping-Saison eröffnet mit neuen Ohrringen. Ich habe mir das neueste Modell gekauft. Mädelsklasse. Aber schaut mal her, wie es bei mir blinkt und blitzt. Oh. 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 Hey, boah.